Hallo. Hallo Alice, na, alles gut bei dir? Hi. Ja, und bei dir? Ja, jetzt wieder, ja, ich war mal eben ganz kurz. Für kleine Mädchen, Kleine Leute. Mädchen, Leute. Darf man ja so sagen. Für kleine Mumus. So Leute, ich brauche nur einmal Reifen, dann kann ich noch ein fünftes Motorrad zusammenbauen. Und wenn man natürlich schon unterwegs ist, hier. Stell das doch in eine Garage, aber ich würde es in eine Kiste lassen. Also ich habe jetzt zwei noch nicht zusammengebaut wieder, natürlich. Eins war für eins davon. Ich würde beim Baumhaus eine Kiste machen. Wo du quasi ein Motorrad in die Kiste legst. Ja, Schatz, habe ich ja schon. Ich habe die Motorräder wirklich komplett in der Kiste, also zwei Stück. Bis bei einem fehlen mir noch die Räder, dann habe ich fünf Stück komplett und ich brauche dann noch ein sechstes. Deswegen, ich muss eh los. Das heißt, ich möchte, dass vier in der Garage stehen und zwei in den anderen Garagen, Leute. Die andere Garage habe ich ja noch nicht mal gebaut. Die werden natürlich wieder zurückgefahren, selbstverständlich, weil irgendwo hört es auch auf. Das wäre natürlich schön, wenn die Sachen ineinander spawnen. Das Gefühl, dass man nicht noch eins kriegt. Da gucken wir mal, wo uns unser Weg hinführt. Leute, hauptsächlich nicht in die rote Zone, hier ist die Stadt. Und hier müssen wir in der Stadt ein bisschen Glück haben, dass vielleicht noch irgendwo steht. Leute, gucken wir mal, das ist die große Stadt übrigens. Wir mussten von Anfang an in die große Stadt, wenn wir in die Stadt wollten. Wir hatten die direkt neben uns. Die war gar keine kleine Stadt oder so. Das war natürlich sehr spooky, weil wir wieder draufgegangen sind. Aber hier sehe ich kein Auto mehr da. Der Wagen und legt sich da immer hin. Ich glaube, das ist ein Leck. Immer an der gleichen Stelle liegt er rund sich hin. Schlafen. Hat auch keinen Bock mehr. Oh Leute. Obwohl wir hier mitten in der Stadt zum Engasshaus absteigen. Reingucken, wo sind wir? Hier sind wir, also fahren wir jetzt links runter und dann gucken wir da, wo wir dann noch fahren. Nach gewissen Reifen für unser fünftes, vielleicht sogar sechstes Motorrad. Auf jeden Fall schon mal in die Garage fertig ist, Leute. Steht ein Auto. Was für ein Glück. Ah, da steht noch eins. Leute, natürlich gleich Schraubenschlüssel raus und die montieren. Und rechts und links Reifen kriegen. Kriegen wir das Mädchen mit. Da war ein Motor. Da war ein Motor. Mal gucken, was da ist. Ein blauer, aber blau ist schon mal nice. Das ist besser. Echt nicht? Ich schon diverse Male. Ich habe ihn schon gehört von weitem, mein Glück. Hast du Reifen dabei, Zombie? Nein, ein frisches Glas Wasser. Lass mal weg. Dankeschön, Mrs. Zombie. Das ist ja fast wie eine Bedienung hier, Leute. Müsstest du eigentlich? Leute, das war nicht geil. Hier ist die Kiste, Babe, die gesperrt ist. Da muss man natürlich gleich. Mach auf. So, Leute, hier ist Messing drin. Oh, geil, Alter. Zerlegen. Zerlegen. Da oben auch. Zerlegen, Leute. Kleber braucht die, kannst du in die Mechanik zerlegen.
das Piercing zerlegen. Manchmal von Zombies, manchmal lagen die auf dem Boden. Da liegen den Räder einfach. Achso, die kann man abbauen. Da haust du einfach drauf, glaube ich. Und dann habe ich die mitgenommen. Das kann auch da sein. Kannst du auch abbauen übrigens, wenn du willst. Aber brauchen wir nicht.
Reifen, Leute, für unser 5. und 6. Bike im Westen. Der Nikolaus hat Steam-Geld mitgebracht. Bei mir war er leider nicht, Leute. Bei mir auch nicht. Obwohl, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich das in der Nikolaus gesehen. Ich dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich mein Geschenk. Mein Geschenk hat gerade diese heute Nacht gehalten. Was ist denn das? Übrigens, hier hat man Jack eben, Leute, beim Motorrad so ein bisschen stärker kommen. Da gibt es ganz viele Wunder und sowas, aber das ist ein neues Auto, das heißt. Hi Richard! Moin Richard, bist du bei dir? Bist du bei dir? Ich bin gerade hier, ich bin auf der Suche nach Rädern für meine weiteren Räder, die ich brauche. Gibi! Lauf, 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 Homie! Lauf, hüpf, lauf, hüpf, lauf, hüpf, lauf, hüpf! Da ist ein Auto, Leute. Lass uns das Auto nehmen, Alter. Von Lumberjack. Versteck dich irgendwo, hau ihn einen auf den Kopf. Und geh wieder hin. Jetzt kommen wir auf den Rückweg nochmal hierher. Später. Das erfolgt dir soweit? Ja. Scheiße, Leute. Was passiert?
Was ist passiert? Eisberg. Einfach so? Ja, ich glaube, ich war infiziert, oder? Oder verhungert. Ich kann natürlich ein Bike mitnehmen, weil das Bike wieder demontieren, aber ich habe da hinten schon so viel drauf. Oh, ich ernte hier Nitratpulver. Geile Sache. Der Lütte, was hat er sich ausgesucht für ein cooles Spiel von Nikolaus Steengeld? Hat er noch nicht. Also er sagt, er möchte warten, bis Payday 2 wieder im Angebot ist. Das heißt, wie viel kostet es im Moment? 20 Euro. Und das wäre sein ganzes Guthaben und das möchte er nicht. Also die Demo scheint ihm gefallen zu haben. So Leute, sind wir auf dem Weg dahin. Wir sehen. Boah, Alter Leute, da müssen wir ganz runter. Guckt euch das mal an. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Leute, da oben zwischen den ganzen Gelben ist irgendwas Blaues. Wir rennen und legen uns hier nicht mit irgendwelchen Zombie-Nazis an. Ja, wir haben unser außer unsere Klamotten nichts am Leibe, Leute. Mitten in der Nacht. Und dann zu den Lumberjacks. Oh, das soll denn so sein? Geh hier rein, Leute, was habt ihr hier? Taschenlampe, nehmen die mit. Und du hast eine Licht. Waffe weg, Medipacks. Lesbar nehmen für Feuerpfeile. Dreimal gelesen, den Schatz. Ist kaputt gemacht. Ja, Leute, einen hab ich noch gesehen. Da. Noch zwei sogar. Komm schon, eine Waffe, Mann. Ich brauch nur eine Waffe, Leute. Ah, da ist einer drin. Raketenwerfer mit Munition. Und Raketen. Jetzt weiß ich das auch, also man kann einfach vom Fahrrad runterfallen. Beim Fahren sehen.
mach die ganzen Dinger hier weg. Geschissen. Unsere Tasche haben wir in Realtime eine halbe Stunde Zeit wieder zu machen. Das ist die ganze Scheiße, deswegen nehme ich mir keine Zeit, irgendwas mitzulocken. Ich gucke nur nach Waffen, das war nur falls, ne? Vorratskisten, Murat, lieber Brandim, hatten wir einen Leck irgendwie im PC. Das war der erste positive Leck des Spiels, also da kam irgendwie bumm, 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 bumm. Er sagt, du sollst die Pläne lesen, um zu skillen. Mach ich groß, aber jetzt gerade bin ich auf der Jagd mit meiner Tasche. Ich kann mich gerade mal... Verschenkte Pläne. Da hast du voll recht, lieber Brandim. Also, Brandim. 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 Moin erstmal. Moin erstmal. Ich will aber unbedingt meine Tasche schnellstmöglich wiederholen. Du hast aber voll recht, also ich habe nur bloß manche Themen schon 5-6 Mal gelesen. Ich weiß, ich lese sie auch nochmal. Man kriegt immer Punkte. Weiter, immer weiter. Aber du siehst da du oben meine blaue Punkte Tasche. Dafür. Und die blaue Tasche ist extrem weit entfernt, weißt du, was ich meine? Und sein Motorrad steht da. Genau, da steht mein Motorrad und voll viele Sachen. Ich bin gerade eigentlich nur auf der Jagd nach Reifen für mein 5. und 6. Motorrad, was wir noch in Garagen unterbringen wollen. Aber Leute, da seht ihr irgendwas brauchen. Vielleicht ist da was Hilfreiches. Schon mal das Auto durch, dass ich nicht fest drauf gegangen bin. Gucken wir mal rein. Ah, du hast recht, lieber Brandim, ich lese sie. Alles andere brauche ich jetzt gerade echt nicht. Brandl Manuel. Brandl Manuel, wow. Wow. Nice Name, Alter. Tut mir leid, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Ich bin da eh ein bisschen unbegabt. Oh, zwei Steine, das kann ich mitnehmen. Und das als Rapper. Und das als Rapper, Leute, das ist schon echt peinlich. Bei dir ist alles cool. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zugucken, während mein kleiner Hund hier rummeckert. Oh, scheiße, Leute. Problem ist, ich habe ziemlich hoch, bin ich jetzt schon von meinem Level her. Und hier jagen mich immer ganz schön viele Zombies. Gerade habe ich nur noch 3 Schuss, um mich zu verteidigen, Leute. Und wir holen einfach unsere Tasche. Und das Handy macht bitte, bitte. Kannst du mal bitte Mark schreiben, dass mir das sehr passt? Jupp! Jupp! Schreiben wir gestern, jupp war heute. Leute. Sie sind so oft weg, dass ich panisch einfach nur noch losrenne und probiere alles, was ich mache, in Sicherheit zu bringen. Leute, ich war hier, ich laufe. Und ihr seht, wie langsam. Aber er ist beinahe runtergegangen, Leute. Schnell.
ne? Ein. Was ist das denn? Patronenwerfer auch, ne? So, Leute, ich muss das Tasche spielen. Jetzt mal ausspielen, ob hier jemand ist. 34. Hört mir gar nicht. Und da ist noch ein Motorrad, ich muss mir die Sachen noch so packen, ganz kurz. Oh. Ein paar Medikits kommen noch mit. Ob es jetzt was ist? Also mir ist total Echo und man versteht dich schlecht. Oh! Schön, dass du das sagst. Ich mache mal das Mic nach oben und vergesse es mal wieder nach unten zu machen. Aber ich hoffe, jetzt ist es besser. Und das Hall, der Hall kommt zustande, weil Alice bei mir mit... also wir spielen zusammen hier in einem Zimmer. Oh, und wir haben beide natürlich ein Headset. So, Leute, da ist meine Tasche. Mal eben kurz alles nehmen und hier weg. Irgendwas haben wir gehört. Ich laufe mal erstmal ein Stück und muss mich erstmal neu ausrüsten. Ich habe gar keine Waffen mit, Alter, Leute. Eh so blöd, Alter. Ich gehe immer ohne Waffen aus dem Haus. So, wir sehen, es ist noch alles da. Das Öl brauchen wir nicht. Den müssen wir... Where? Leute, und es ist morgens. Ne, die finde ich cooler. Where? Jetzt ist besser, das freut mich. Danke fürs Bescheid geben. Oh Leute, ich kriege hier voll den Föhn, Alter. Brustpanzer auch noch ran. Dann können wir die Militärweste und die hier einfach mitschleppen. Den brauchen wir zum Abmontieren. Leute, was liegt da am Boden? Öl, scheiß drauf. So. Und wo wir eben... Oh, da ist einer. Seht ihr? Das war eine rote Tasche, Leute. Mal reingucken. Hoffen wir mal genügend. So, nehmen wir mal den 8er hier raus. Oh. Dann ist das der 7er jetzt. Boah, der Arsch, ey. Leute, ich höre hier überall Zombie-Ärsche. Da ist noch einer, Alter. Wie viele kriechen denn hier rum? So, Leute, sicher ist sicher. Nehmen wir uns jetzt gucken, auf Platz. Jo. Komm schon, mal einmal Reifen. Einmal Reifen musst du mir jetzt spendieren, Leute. Ich habe mich hier wieder auf den ganzen Weg gemacht, meine Sachen zu holen. Ist ja natürlich schön, wenn wir jetzt einmal Reifen haben. Einmal brauche ich dann nur. Komm schon. Komm schon. Viel Glück haben wir heute nicht. Ja, ich drehe vorne schon eine Batterie. Also, da ist nochmal Messing, Leute. Messing müssen wir direkt verwandeln hierzu. Ne? Also so ein Autokühler aus Messing zerlegen. Bums, dann habt ihr Messing für Patronen. Die sind natürlich sau wichtig. Lieber Brandl, du weißt es bestimmt auch. Brandl oder Brandl? Brandl. Was ist denn da? Leute, hier ist noch so ein Buch. Nehmen wir mit. Manuel, genau. Machen wir uns das einfach. Leute, ich brauche Reifen. Ich habe immer noch keine Reifen, Alter. Ich kriege einen Föhn ohne Reifen. Ah, na, wenigstens Föhn und keine Reifen, ne? Das ist ja immer noch nicht das, was ich brauche, Leute, da vorne. Wow, ich höre schon wieder was. War da schon wieder ein Auto, Leute. Ich bin auf der richtigen Strecke, schätze ich mal. Der PC scheint es schon zu wissen. Ich... Boah, hier ist eine Tasche. Dann werden hier auch wahrscheinlich Hunde oder so sein. Lesen wir aber gleich. Die Punkte nehmen wir uns diesmal mit. Leute, erstmal durchsuchen immer. Nichts drin. Und dann auseinanderschrauben, Leute. Und gucken, ob wir rechts. Ihr seht das immer, was rechts da so durchläuft. Das bauen wir gerade ab. Metall brauchen wir, ein Elektropart. Oh Mann, Leute. Noch ein Elektropart. Öl. Alles zusammen, die wir jetzt gerade gar nicht brauchen. Wir suchen Reifen, Leute. Reifen, Reifen und noch mehr Reifen. Scheint schwer zu finden zu sein. Ich kann mal eben kurz gucken. Waren wir hier schon mal drinne? Tür ist auf jeden Fall schon mal offen. Hier hängen Flaggen, Fackeln. Einmal hochgucken. Hat sich
keine eingenistet. Ja, hier die Federn nehmen wir natürlich auch noch mit. Die brauchen wir auch übrigens, um Brücken und sowas zu bauen, Zugbrücken und sowas. Dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Küche hat er nicht, doch hat er auch. Nichts Interessantes. Weiter. Ah, oh, die Fackel glaube ich dir. Braucht ja keiner. Ist ja keine zu Hause, also nehme ich die Fackel. Zombie-Apokalypse, Leute, immer nachdenken, was braucht man wirklich. So, und bevor wir jetzt wieder in die... Ah, da ist schon wieder so ein Passing Gas, glaube ich, da fahren wir noch kurz hin. Gucken, wo wir auf der Karte sind. Alice, könntest du mal gucken, wo ich auf der Karte bin, weil meistens distanziere ich mich dann ziemlich weit. Aber ihr seht, irgendjemand hat schon probiert, hier zum Einsturz zu bringen. Also war Nick wahrscheinlich schon hier. Ihr seht zwei Homies, die lassen wir mal in Ruhe. Und fahren einfach mal weiter und gucken, ob wir nicht unsere Reifen noch kriegen. Leute, und bevor ich hier jetzt wirklich in die rote Zone fahre, mal eben ganz kurz auf M gucken. Nein, aber ich müsste jetzt mal rechts rüberfahren, glaube ich. Das ist Absteigen nochmal. Bup, einmal M. Jupp, und da einfach geradeaus hinfahren, weil da ist eine Zone, die ich scheinbar noch nicht kenne. Und ich schätze mal, dass wir schon ziemlich viel abgeerntet haben und da wir schon einige Motorräder verloren haben und sowas. Oh, was ist das denn, Babe? Guck mal. Da ist eine Antenne, die nach oben ragt, Leute. Sehr interessant, hier war ich noch nicht. Okay, Sendestation, was ist das? Ja, das ist denn das hier? Steht ein Auto und ich höre hier natürlich Nazis. Da ist einer. Oh, da sind mehrere. Holen wir uns die? Dabei geht man natürlich immer drauf, aber ich will gucken, was da drin ist. Leute, da steht ein Auto. Autos sind immer gut, die brauchen wir gerade. Immer ruhig bleiben. Oh, jetzt haben wir einen reingekriegt. Erstmal wieder distanzieren. Wenn die uns lähmen, ist natürlich immer richtig hart, wenn zwei da sind. Da ist ein Rucksack, seht ihr es? Helfen wir dem Homie. So, hau durch. Na, erstmal in den Rucksack gucken. Boah. Da sind einige Sachen drin, aber der war noch ganz schön am Anfang. Immer ruhig bleiben, immer schön ein bisschen drum rumlaufen. Gucken, dass ihr die auseinanderkriegt, Leute. Einzeln sind die ganz schön easy, also dafür, dass ihr einen Helm tragt, Leute, geht die ganz schön schnell noch aus. So, Leute, gucken, ob die Reifen haben. Oh, guck mal, der hat sogar ein Motorradfahrwerk. Fahrwerk. So, der hat einen Helm nochmal, scheiß drauf, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben keinen Platz mehr, mal gucken, was hier noch drin ist. Ein Schlafsack, ein geiler Hut, Angelblei können wir zerlegen. Ah, wer auch immer. Gott habe dich selig, hier sein Leben gelassen hat. Deine Sachen liegen noch hier, bis auf dein Angelblei, das habe ich mir gegrabt. Und ihr seht, man kommt hier ganz schön schwer rein. Also der Zombie hatte eben schon übelst Dampf. Tag 180, also Alice ist eher Munition machen und so, da muss ich mir keine Sorgen machen, aber ich suche nach Reifen, Leute. Oh Gott. Heftig. So, wir sind drin. Direkt mal hier reingucken. Wir hätten die Spitzhacke mitnehmen sollen, die geht natürlich besser, um irgendwo reinzukommen. Okay. So gut gesichert. Manchmal habt ihr echt Pech. Hoffentlich ist es am Schreibtisch. Eine Pistole. Na, nice. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir auch mal weg. Die 9mm Patronen müssen wir natürlich auch mitkriegen. Okay. Das ist natürlich kacke, Leute. Packen wir nochmal da rein. Den hier mal eben ganz kurz zerlegen. Dann können wir die noch mitnehmen. Und das Öl weg. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zwingend notwendig ist es leider jetzt gerade nicht. Deswegen lassen wir es hier. Da ist noch ein Auto, wenn wir schon mal rein sind, ne? Brauchen wir das auseinander, vielleicht haben wir Glück. Da ist nur Öl drin.
Leute, Schraubenschlüssel in der Hand und demontieren. Und rechts wieder zwei Eisen, nochmal zwei Eisen, ein bisschen Leder, Leder. Früher wusste ich noch nicht mal, was das ist, glaubt ihr das? Leder, Eisen. Leute, irgendwas vom Motor müssen wir doch mal wieder kriegen, Leute. Wir bauen die ganze Zeit Autos ab, ganz fleißig. Und irgendwie, da ist Messing nochmal. Das können wir natürlich gleich umwandeln. Ja. Zerlegen. Ich habe schon wieder 500 Messing oder 600, über 600. Und ich suche Reifen, Leute. Ich brauche Reifen. Gucken, keine Reifen, ein bisschen Blei, Benzin, eine Batterie haben wir nochmal mit, aber nichts, was wir hier wirklich brauchen. So Leute, weil wir hier jetzt schön Ruhe hatten, schon weiter gefahren sind, kümmern wir uns mal kurz ums Motorrad, weil sicher ist sicher. Was wir brauchen. Mal kurz gucken, ob wir hier Platz haben. Nein, natürlich nicht. Den nehmen wir denn da rein und ja, Nicoles Schatzkarte. Oh Mann, Nicole. Schneeball, der kann weg. Karten können wir nochmal holen. Leute, erstmal, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Ein Raketenwerfer ist leider nicht wichtig. Die Munition aber schon. Öl ist nicht wichtig. Blei ist gerade auch nicht wichtig. Das ist auch nicht wichtig. Das können wir noch da reinpacken. So, hier, das können wir auch wegschmeißen. Da haben wir schon welche davon. Also packen wir die darüber. Leute, so macht ihr Platz in eurem Inventar. Wenn ich keinen Platz habe, jetzt gucken wir nochmal. Alles cool. Die Räder brauchen wir halt, ne? Wir brauchen Räder, Räder, Räder und noch mehr. Räder, Leute. Blei hätten wir gar nicht wegschmeißen müssen, aber egal. Damit halten wir uns nicht lange jetzt. Damit halten wir uns nicht lange auf. Hier noch eine Batterie. Kurzes Eisenrohr müssen wir auch nicht mehr wegschmeißen. Merken. Das können wir zusammenpacken. So, Leute. Und es geht schon weiter. Immer mal zwischendurch rein, wenn man da eh steht, ne? So. Ab aus dem Torrad und weiter geht's. Oh Gott, so viele Autos, Leute. Und ich finde keine Räder, Alter. Ich werde langsam bescheuert. Glaubt ihr, das hat einer einen Tipp, Alter? Wo kriege ich Räder? Leute, wo kriege ich Räder, ja? Die Sachen, die ich nicht suche, wie Messing, hier habe ich so viel schon, aber Lies freut sich ja nicht, ne? Messing kann sie immer gebrauchen, sagt sie. Nicht mal ein Kühlergrill, nichts dergleichen. Leute, ich krieg keine Räder, aber die hier lesen wir, den scale ich natürlich. Leute, und rechts, rechts drauf achten, Federn, Öl, alles unwichtig. Aber nehmen wir natürlich gerne mit das Öl, zumindest die Komponenten, das Öl nicht. Das brauchen wir nämlich irgendwie gar nicht. Leute, aber ich brauche Kühler, ich brauche definitiv Reifen, also der ursprüngliche Tonus, deswegen ich losgeschoss bin, sind natürlich Reifen für unsere Bikes, da nochmal ein von den Mechanical Parts. Nice to have, aber Leute, das, was ich brauche, habe ich nicht, ey. Das Ding geht hier auch ab wie Schmitzkatze. Ich gehe mal lieber runter und guck noch mal ganz kurz, dass ich nicht in die rote Zone fahre. Oh, Leute. Da war direkt ein Zombie, Alter. Und da kriegt einer. Komm, wir fahren ihn über, wir fahren ihn über. Komm, Zombie. Blut am Reifen. Gestatten. Leute, hier ist eine Stadt. Die kenne ich noch gar nicht. Sieht doch gar nicht aus wie eine Stadt, Alter. Sieht aus wie eine Ruine. Da oben ist einer drauf. Ein Lumberjack auch noch. Oh Gott. Nein. Aber hier sind voll viele Autos, Leute. Was würden wir jetzt tun, wenn wir hier weiterfahren? Ich habe keine Waffe mit. Oh Mann, ist das scheiße. Doch, ich habe eine Waffe. Aber nur... No, oh, geht eigentlich. Wenn ich jetzt schöne Kopfschüsse verballer. Kann ich ja nicht mal gucken, ob hier noch genügend Reifen sind. Ey. Bupp. Bupp. Ja, die müsste jetzt hier aber gut agieren, immer schön. Bup, bup. Oh, scheiße. Zwei Schüsse für den Homie. Direkt ins Auge, habt ihr das gesehen? Boah, die sind aggressiv, Alter. Da seht ihr es, die hauen gleich zu, Alter. Die fackeln nicht lange hier, die schwarzen Zombies.
Boah, Leute. Der ist aggro, habe ich doch gesagt, Leute. Oh, Leute, weg. Boah, der hat uns eingegeben, Alter. So ein Arsch, ey. Boah, Leute, das ist echt ein Kampf. Oh, und die Waffe ist leer, Leute. Oh, Mann. An der Stelle erstmal den großen Hammer aus der Hose holen. Rote Zone ist, da stirbst du, Großer. Da ist quasi die Karte zu Ende. Aber die haben das hier so gemacht, da ist eine infizierte Zone. Wenn du da reinläufst, gehst du gleich drauf. Oh, Leute, jetzt her. One on one. Und der kann richtig was ab. Ich höre hier noch irgendwo Zombies. Die rote Zone, Großer. Ich laufe da immer rein, blöderweise, und sehe es dann immer nicht. Und deswegen passe ich jetzt auf, dass ich da nicht mehr reinlaufe. So, Leute, demontieren, sage ich nur. Ich zeige sie dir mal eben ganz kurz. Hier auf der Map siehst du die rote Zone. Siehst du das? Und rote Zone gehst du drauf. Das ist quasi Ende der Karte, aber hier ist es so symbolisiert. Ende von allem. So, Leute, und da ist schon wieder ein Zombie. Zombie, wir sind am Schrauben, lass mich bitte in Ruhe. Seht ihr, die läuft da lang. Ich schraub hier, alles gut, gar kein Problem, Leute. Oh, ein Pokal, den nehmen wir mit. Messing ist Messing. Oh, die kommt. Ich hau lieber ab. Leute, Hammer raus und... Ey, Mila, hast du schon mal meinen Hammer gesehen? Guck nochmal. Da war sie überwältigt. So, und weg war sie. Leute, wieder die 8 raus. Und kräftig demontieren. Messing ist natürlich geil. Alice braucht Messing. Da seht ihr, Motor haben wir schon. Aber wir brauchen Räder, Leute. Räder. Ich sag's ja immer wieder. Räder. Da ist unser Motorrad. Also mal merken, hier die Straße. Leute, Messing nehmen wir natürlich gerne mit. Weil Alice Messing braucht, um Munition herzustellen. Leute, dann gucken wir mal. Nein, brauchen wir nicht in dem Fall. Das können wir natürlich auch wieder zerlegen. Ihr seht 150 und 15. Alter, Leute, das ist Messing. Schleppe ich jetzt nach Hause wie ein Erz quasi, aber die Reifen, Alter, die guten Reifen lassen sich echt nur schwer finden. Und ich bin schon bei welchen vorbeigefahren. Das ärgert mich gerade so, wenn das wirklich die Dinger sind, die auf dem Boden liegen, Leute. Da liegen einfach so ein paar Reifen auf dem Boden und Alice sagt raufhauen und dann habt ihr die. Aber ja. Und immer gleich gucken, irgendwas zu verwandeln. Nein, alles gut. Läuft. Ich glaube, einsammeln habe ich probiert. Ging nicht. Nochmal gucken. Die montieren. Alle Autos. Also Leute, ich höre irgendwas. Da ist er. Das, Leute, da ist irgendwo einer im Haus. Höchstwahrscheinlich. Einfach nicht stehen bleiben, Leute. Scheiß Autos, ey, das sind neue Autos, Leute. Ich krieg nicht mal Messing. Was ist das denn, der PC? Allein sind die Faxen voll. Lass mir den Zombie mal ganz in Ruhe. Wir brauchen Reifen und keine Zombie-Action. Autos demontiert, Leute. Wir demontieren hier die Autos, als wär's die Aufgabe, hier Autos zu demontieren. So, ich muss aber langsam nach Hause. Wir müssen drüben Stacheln aussetzen, Leute. Ich habe natürlich Pech gehabt. Wenn ich jetzt keine gefunden habe, muss ich ganz ehrlich damit leben. So, ihr seht, ich habe einiges gefunden, aber leider nicht. Oh, ein lilaner Motor nochmal. Ist ja nice. Nice to have, Leute. Den muss ich jetzt mal... Ne, den nehme ich auch noch mit. Ich habe Platz im
Inventar. Das lassen wir hier. Kurzes Eisenrohr kommt da rein, die Dinger kommen da rein, die 7 Parts kommen da rein. Sprit kommt ins Motorrad, Leder kommt da rein. Also ihr seht, ich habe sogar noch Platz. Ich gucke nur auf die Uhr, es ist 13 Uhr am Nachmittag. Jetzt fahren wir mal langsam. Nochmal absteigen, auf die Karte gucken. So, jetzt fahren wir leider nach da, aber jetzt einmal über den Links und dann können wir nochmal rechts fahren. Also die nächste Ausfahrt rechts rein. Oh, den brauchen wir. Leute, den brauchen wir. Wir brauchen unseren Schraubenschlüssel. Oh Gott. Wo ist er? Da ist er. Hup. Haben wir ihn wieder. So, da ist die Brücke. Ah, da sind Reifen. Reifen. Leute, ich kann es ausprobieren. So, jetzt mal gucken. Mit was raufhauen? Einfach mit der Hand? Ja, Leute, es scheint echt zu sein, dass das die Reifen sind. Und ich fahre die ganze Zeit überall hin und demontiere alles. Ich nehme einen Hammer einfach. Hup. Mal gucken. Nein. Das sind sie nicht. Leider nicht, mein Schatz. Aber warte mal, ich hatte Motoren, Schraubenschlüssel. Mal eben gucken, Leute. Vielleicht muss man die abmontieren. Nein, das macht er auch nicht. Lösen sich einfach auf. Keine Reifen im Inventar. Das heißt, so funktioniert es leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich sage, ich habe die überall gesehen. Das hätte mich sehr geärgert. Aber jetzt sind wir schon mal schlauer. Es sind nicht die Reifen, die auf dem Boden liegen, Leute. Es sind definitiv Reifen, die irgendwo dran sind. Und ich schätze mal, ja. Das sind aber kleine Reifen. Schweine, gleich zwei Stück, oder eigentlich sollten wir die mitnehmen. Aber egal, wir sind jetzt auf der Jagd nach. Alice, denkst du dran, ein paar Dings zu machen? Ich habe leider nicht genügend Platz. Jetzt will ich die selber mal stacheln. Für unsere Garage ist gar nicht dicht, sonst müssen wir zu Shootbase 1 erstmal. Also ja, würde ich fast sagen, also ich komme spätestens heute Abend nach Hause und helfe dir dann die Nacht über. Chaos mit den Autos hört einfach nicht auf. Ihr seht, ich kriege immer mehr Motoren ein. Den Scheiß, also richtig cool. Leute, ich brauche Reifen, Räder fürs Auto, fürs Minibike quasi. Oh, Scheiße, da ist ein Zombie. Den locken wir natürlich erstmal von unserem Bike weg. So, Leute, dann holen wir uns den hier und. Hopp! Ah, das ist sehr, sehr rabiat, der Homie. Easy peasy, Leute. Immer ruhig bleiben, das ist die Devise. Ich werde auch mal total nervös und denke mir, oh Gott, mach mich nicht tot, mach mich nicht tot. Aber eigentlich, da hinten läuft noch einer rum, der denkt jetzt, ich bin weggefahren. Sehr schön an der Stelle. Leute, das, was wir brauchen, ist natürlich, sind natürlich Räder. Wir brauchen diese Räder. Räder. Da sind doch welche, Mensch, warum demontierst du nicht die Räder? Ich will die Räder, nur die Räder, den Rest kannst du behalten. Jetzt glaube ich, die alle Autos hier rumstehen, bis ich meine Räder habe, Leute. Da, den brauchen wir auch zerlegen, sehr schön. Benzin nehmen wir natürlich auch mal mit. Crack im Book. Ey, ich habe einen Crack im Book gefunden. Oh, Leute. Wird aber auch ganz schön beschützt hier. Sollte man sich eigentlich überlegen, aber ich renne erstmal ein Stück zurück. Hau mir Medikit zwischen den Ohren und dann geht's ab hier. Nach dem anderen hier. Alles für die Skillpunkte. Ja, wir brauchen Reifen.
Mods, die man gut gebrauchen kann, Leute. Ah, gucken wir erstmal rein. Das sind diese Mechanik-Parts, also die kann man ja auch herstellen, aber wenn sie hier schon rumstehen, nehme ich die natürlich mit. Also Benzin kriegen wir hier ohne Ende, Leute, aber ich brauche mehr Reifen. Mehr Reifen. Leute, ich brauche mehr Reifen. Reifen, Reifen, Reifen. So, jetzt sind wir hier am Wegpunkt speichern. Das Ding ist eigentlich wichtig, das ist Bildung. Da. Und das Ding nehmen wir dann. Bücherladen. Büchershop. Drücken Enter, jetzt ist das hier oben, seht ihr? Büchershop und den teilen wir dann natürlich mit unseren Homies. Und damit haben wir den Büchershop endlich gefunden, Leute. Der Nichtwissende. Zerlegen, Leute, das brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir da auch mal eben kurz rein und gucken uns das Ding an. Wir haben natürlich schon viele Bücher gelesen, dank diesem Airdrop-Desaster. Das Messing, oder? Oh, schade. Cracking Book. So sieht's aus, Alice. Seiten. Einkaufskorb haben wir schon mal gefunden. Geil. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch einmal Reifen. Einmal Reifen, Leute, und wir haben's. Stiefel. Lesen. Was habe ich, eine Schatztruhe hier, Leute? Über Buchregale natürlich. Boah, wir müssen natürlich alle durchgucken. Vier Stück immer in jeder Reihe. Oh, da ist was. Buch Jagdmesser. Lesen. Geil, ich kann jetzt Jagdmesser bauen, Leute. Boah, Kanister, Benzinkanister selber machen, Leute. Wie geil, dann könnt ihr nämlich diese Fässer, glaube ich, auseinandernehmen. Alex kann es schon, ich konnte es bisher noch nicht. Leute, das nehmen wir natürlich alles mit hier. Ein Taschenmotorrad für Dummies hatten wir schon, aber geben wir uns nochmal. Coole Sache. Also Bücherei lohnt sich echt, hierher zu kommen. Vielleicht hat die Bücherei noch Reifen irgendwo versteckt. Nein. Das ist eine Ausgangstür, glaube ich, ne? Oder nein? Büro vom Chef hier. Der hat auch nicht gerade sehr viel. Oh, das ist ein Tresor, Leute. Den holen wir natürlich. Tresor ist meistens Waffe und sowas drin. Und können wir natürlich jetzt gut die 10mm Patronen nochmal gebrauchen. Leute, 9mm. Komm schon, 9mm. Komm schon, 9mm. Komm schon, 9mm. So, Leute, wir müssen langsam nach Hause. Das hat hier alles keinen Sinn. Ah, da ist noch irgendwas bei der Karte. Aber ich glaube, das ist ein gespeicherter Weg. Leute, 485, 330, komm schon. Oh, 175. Ich rieche schon 20. Boom. Oh, geile Sache. Sniper. Jetzt kann man die Dinger reparieren, wenn man Reparaturkit hat, eh und je. Aber jetzt kann man die auch zusammenbauen. Leute, bin ich hier reingekommen, da. Alles schön auseinandergeschraubt, wie sich das gehört. Ihr wisst es, ich suche Reifen. Jetzt habe ich schon noch einen Korb, Alter. Jetzt wollte ich wirklich nur noch einmal Reifen. Ey, das ärgert mich, wenn ich die Reifen jetzt nicht noch finde. Aber es ist 17.33 Uhr. Ich mache mich natürlich primär auf dem Rückweg. Oh Gott, hier liegt noch ein Auto. Oh, da sind noch mehrere Autos. Ey, und eine Stadt. Leute, die muss ich gleich mal eintragen und dann hier weg. Ich
Gleich mein Schatz, Wegpunkt speichern. Da sind mehrere Häuser, dann nenne ich mal Stadt. DT. Enter. Und alle haben's. So, das Ding baue ich jetzt noch auseinander und den machen wir uns auf dem Rückweg. Was möchtest du gerne, mein Schatz? Oh, dein Frühstück. Okay, da bitteschön. Leute, wir schrauben. Oh! Putsch, Mann, dankeschön! Leute, das wusste ich nicht. Wie peinlich ist das bitte? Ich bin voll. Hast du das gelesen, Alice? Beim Bücherregal gibt's immer unten und oben zu looten, Leute, und ich wusste das nicht. Dankeschön, lieber Putsch, Alter. Ist ja peinlich an der Stelle. Ich suche Benzinkanister. Kann er den nicht mehr aufnehmen? Nein. Alles Benzin, Leute, das kann doch nicht sein. Warte mal. Gas rein hier. Kann ich auf jeden Fall noch was mitnehmen, Leute. Auch schon eigentlich voll. Immerhin. Leute, auseinandergebaut. Ich muss jetzt zu Alice zurück. Da hinten ist das Haus. Putschmann, Alter. Wie peinlich ist das denn bitte? Wenigstens kennen die Leute sich hier aus. Dankeschön. Ah, ich habe jetzt keine Zeit leider, aber ich komme hier eh nochmal wieder. Ich komme nochmal wieder, Buchladen. Ich komme wieder. Ich muss jetzt zurück nach Hause. Genügend Sprit haben wir drin. Ich hoffe, das Motorrad ist noch im guten Zustand. Boah, hier mischen wir die Homies. Aber irgendwie will ich intuitiv hier lang. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich damit ich... Oh, was ist das denn? Schon wieder noch ein Auto. Ey, Leute, ich muss hier nochmal her. Also hier wird es irgendwo die Reifen geben. Oh, Mensch, den hole ich mir nicht mit. Hau ab. Ah, hier waren wir auch schon, Nick und ich. Leute, ich muss nach links rüber. Ab durch den Wald! Yeah! Alice! Oh, da ist ein Fluss. Leute, vorsichtig bei Flüssen. Müsst ihr das da unter auseinanderbauen und das echt abturnen. Alter, Alice, guck dir das mal an. What the is hier? Voll schön, Leute. Gefällt mir richtig gut gerade. Da hinten ist ein Reh. Das Einzige, was wir brauchen, ist einfach nur Reifen. Aber die können wir natürlich mal aufnehmen, seht ihr das? Dann lassen wir natürlich eine Sache hier. Die müssen wir jetzt hier lassen, scheiß drauf. So ist das Leben. Die alten Painkiller, die uns schon so oft aus schmerzlichen Situationen gebracht haben. Aber dann lieber nochmal mit. Dann looten wir jetzt hier nichts mehr, weil dann brauchen wir die auch nicht rumliegen lassen. Jetzt einmal drumherum. Sieht echt interessant aus. Ich glaube, hier hatte ich mal ein Video drüber gesehen, Leute. Da hat sich einer das eingenommen. Volle Konzentration hier. Oder ließ es da hinten? Oben, wo das Bett ist. Wir müssen natürlich noch jetzt Holz hacken bis morgen. Ich glaube, Munition haben wir genügend, oder Babe? Oh, hier ist noch ein Haus, Leute. Eine Kirche. Ich bin bei der Kirche. The Church, Leute. Hätte ich jetzt eine Nonne erwartet, aber keine Krankenschwester, Tante. So, bevor wir... Hier ist verbrannte Erde, Leute. Die mag ich. Weil die führt nach Hause. Hier brennt man zwar auch, wenn man über das Feuer rüberfährt. Habe ich auch schon gemerkt, aber... Man findet hier eigentlich relativ... Oh, Leute! Da ist ein See oder so. Oh! Scheiße. Den See muss ich jetzt natürlich überqueren. Ich weiß nicht, ob man durch den See durchfahren kann. Ey, lieber Putsch, kann man durch den See durchfahren, Alter? Ich weiß es gar nicht. Oh! Ja, die muss doch irgendwo eine Brücke oder irgendwas. Da ist eine Brücke. Ich glaube, das ist die Hauptstadt, oder? Ist das die Hauptstadt? Ich kann leider nicht gucken. Das kann gar nicht sein, die ist viel zu weit weg.
Oder? Puppenpilz. Doch, das ist die Hauptstadt. Ja, die kenne ich. Das ist voll heftig bei dem Spiel, Leute. Irgendwann seid ihr hier so involviert, dass ihr echt, ja, dann nicht mal mehr auf die Karte richtig gucken braucht, weil ihr dann echt die Wege auch kennt. Also es, dadurch, dass ihr am Anfang nur laufen könnt, nö. Okay. Durchs Wasser kann man nicht fahren, Leute. Danke, lieber Butch, echt, mein geiler Magger. Also, Leute, ja, ihr seht hier noch die ganze Kiste, die müssen wir noch einernten, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Ich zeige euch gleich mal unsere Ballerbase, unsere Shootbase. Oh, heftig, das war ein geiler Sprung. Leute, hier ist unsere alte Base, unsere allererste Base. Wie gesagt, das sind unsere ersten 180 Spieltage auf dem Server, generell in dem Spiel. Hier war unsere erste Base, die haben die hier unterbuddelt, ich zeige euch das mal. Ja, aber es ist der Sonnenuntergang. Leute, guckt euch das an. Die haben uns unterbuddelt. Wir wussten nicht, dass wir keine Feuer anmachen dürfen. Wir haben hier überall Feuer angemacht. Und dann ist alles zusammenge... Ah, Leute, wir hatten noch gar keinen Plan. Leute, jetzt haben wir uns natürlich eine neue Shootbase gebaut. Extra zum Kämpfen. Da ist sie drüben, seht ihr sie? Das war mal ein Shop, den haben wir eingenommen. Und ihr seht unten die ganzen Stahlpfeiler. Und hier ist Shootbase Nummer 2, die ist gerade an Entstehen. Dafür suche ich gerade vom, ne? Hier will ich ein Motorrad reinparken, dass man immer den Loot, der natürlich hier gesammelt wird, schnell nach Hause bringen kann. Leute, aber dafür brauche ich auch noch eine Tür. Ich brauche jetzt Stacheln. Ja, wie gesagt, da ist unsere Shootbase 1, die hier mit einer Brücke zu unserer Base verbunden ist. Die Base ist da drüben. Hier ist die Base, Leute. Verrückt, oder? Da ist die Garage. Unsere Hauptgarage quasi. Da hinten, wo ihr es, wo ihr Licht im Wald seht. Ich zeige euch das mal ganz kurz vom Berg. Hier seht ihr das Licht im Wald da hinten. Da sind Baumhäuser. Also wir haben hier schon richtig Gas gegeben, Leute. Wir sind noch echt richtig dabei, aber wir müssen immer wieder zwischendurch sichern, wieder aufstellen und wie und so, ein Motorrad können wir aber zusammenbauen, Leute. Dann haben wir wieder 4 und 1 ist fast vollendet, also wir haben fast 5, wenn unsere Räder jetzt, aber die werden wir jetzt nicht mehr primär suchen gehen. Die finden wir schon. Geile Sache, danke Mertmann. Ich zeige euch da einfach mal die Base, dann könnt ihr die mal flashen, Leute. Erstmal die ganzen Teile hier rein, die hier rein müssen. Das sind, glaube ich, die Motorenteile. Nein, hier sind die Medikits. Packen wir die mal rein. Zack, ein paar Antibiotika. Wollen wir die Schmerztabletten? Hatte ich doch wieder aufgesammelt. Aber okay. Da oben kommt, glaube ich, Benzin rein. Zip. 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 Da links, nee. Irgendwo da wahrscheinlich. Yep. Hier haben wir unsere ganzen Motoren und sowas. Natürlich alles schön rein. Ein Einkaufskorb, den brauchten wir. Ah, den hatten wir sogar noch. Leute, den haben wir schon wieder mehr. Ah, ihr seht, hier mache ich noch 2 fertig. Und da fehlt noch einmal Motor, komischerweise. Hatten wir einen Lidern gefunden, packen wir gleich rein. Einmal Benzin bleibt auf Tasche. Oh Mann, Leute, ich hasse dieses hin und her und hin und her und raus und rein und... Naja, raus und rein ist cool, aber nicht in diesem Spiel, Leute. So, wir sehen hier Motoren, noch mehr Batterien. Noch ein Motor. Leute, da lasse ich das mal hier drinne. Davon nehme ich ein paar mit. Zum Reparieren von Waffen. Kleber braucht Alice, den kriegt sie von mir. Electronic Parts und sowas. Oh Gott, Leute, viel zu viel Inventar. So, hier kommen die Motorradsachen rein. Also, hier nochmal der nächste Motor. Hier nochmal ein lilaner Motor, Leute. Schon alle Motoren jetzt sogar in lila. Ja, wir brauchen hier noch einmal Reifen. Ihr seht, das einmal Reifen fehlt mir, dann könnte ich das eigentlich schon alles vollenden, was ich hier vollenden will. Aber ich werde jetzt nicht mal mehr rausgehen und das suchen. Ich lasse es einfach zu mir bringen, würde ich fast sagen. Und noch ein Motor, Leute. Und es ist Nacht. Eigentlich zu Hause. So, Motorenteile haben wir jetzt alle drin. Nein, die beiden kommen da auch noch rein. So, alles nochmal abchecken. Motorenteile sind drin. So, hier unten sind meine Kisten. Hier sortiere ich natürlich alles, was ich immer so finde, so runter, Leder zu Leder. So, Electronic Parts brauchen wir hier jetzt hin natürlich. Kurzes Eisenrohr kommt dahin. Die mal hier als Reserve, Electronic Parts noch mehr. Holzrahmen, das ist alles mein Bauscheiß. Hier ist noch eine Schatzkarte, Essen. Das können wir dann auch mal hier lassen, egal.
Kleber braucht Alice, den bringe ich ihr. Das Klebeband braucht sie auch und sie will Kleber erstellen. Also Stofffetzen und Leder einfach mal mitnehmen. So, ich hoffe, das Motorrad ist gleich mal hier leer. Oh Gott. Wenn ich nicht immer die falschen Tasten drücken würde, Leute. Ziemlich peinlich. Ich zeige euch natürlich gleich noch die Base eben schnell. Müssen wir eben kurz ein bisschen Geduld haben. Leider ist es für mich noch Neuland mit der Geduld. Also ich muss das echt noch lernen. Weil so viel Geduld musste ich noch nie für ein Spiel aufbringen, um hier Sachen zu sortieren. Also jeder, der dieses Spiel schon mal gespielt hat, weiß das. Am Anfang habe ich alles in die Kisten einfach nur reingeschmissen und Alice hat gesagt, oh mein Gott. Dann kam der gute Benedikt, hat uns geholfen, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Und seitdem haben wir hier eine strukturierte Ordnung. Teilsweise habe ich meine Grabbelkisten, Alice lässt sie mir, damit ich mal eben kurz alles aus dem Invent schmeißen kann. Aber gedacht ist es natürlich, dass ich auf Dauer hier mich mit einbringe und die Sachen hier auch reinsortiere. Und das probiere ich auch. Auch wenn ich da nicht immer Bock zu habe. Leute, ihr seht das ganze Benzin! Da können wir natürlich mit ausrücken. Stoff kommt natürlich zu Stoff, was soll der Scheiß? Und hier unten müssen meine Jongs irgendwo sein, oder? Die sind nicht hier. Ah, warum habe ich hier 300? Oh, 1338 Messing für Alice. Ich glaube, die freut sich einen Apfel. Leder packen wir auch mal hier rein. Kleber haben wir hier nochmal. Knochen braucht Alice auch. So, Blei und drauf geschisse. So Leute, jetzt zeige ich euch erstmal eben kurz die Base. Hier sind wir in unserer Garage, wie gesagt. Die Garage soll man noch von hier verteidigen können. Ist alles noch nicht so ganz fertig, ist noch am Entstehen, wie gesagt. So, da drüben ist unsere Hauptbase und da drüben sind die Dings. Ich gehe mal mit euch rüber zur Hauptbase. Tür. Zugbrücke. Also quasi ist die Garage jetzt abgeschnitten, wenn die oben ist. So, dass sie nicht, wenn die die Garage einnehmen, unsere Base einnehmen können. Hier nochmal eine Schleuse sogar. Wer es kann, kann natürlich hier rüberspringen, das geht ein bisschen schneller. Leute, hier ist unsere Base mit der Brücke zur Shootbase 1. Also die ist ja wirklich bis rüber gebaut, also das ist der Wahnsinn. Ihr seht da hinten das Tor. Hier ist noch eine Zugbrücke zur Shootbase quasi rüber. Leute, und jetzt, ja, das ist die Base, wie gesagt. Hier unten haben wir unser Lager, unser Beet, wo mit Alice ganz viel Essen macht. Hier geht es zu unserer Mine runter, zeige ich euch später gerne. Hier ist unser Lagerraum, den hat Alice so schön eingerichtet. Ihr seht, es ist alles sortiert. Unser Lager, hier habe ich wieder meine Krabbelkiste. Da gucke ich mal rein, ob da irgendwelche Sachen sind, die wichtig sind. Ja, meine Jetons sollen rein. Alice, guck mal bitte hier. In der Krabbelkiste unten, Messing. Und noch Patronenhülsen. Leute, Stofffetzen braucht sie auch. Leder packe ich hier auch mal rein. Dazu Klebeband, das habe ich mir rausgenommen von ihr. Kleber, Knochen. So, Alice macht sich auf den Weg. So, ich muss auch Holz hacken. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall... Meine Axt habe ich. So, die anderen Sachen kann ich fast alle hier lassen, die ich jetzt nicht brauche. Schraubenfedern brauche ich später erst wieder. Meine Spitzhacke nehme ich mal lieber mit. Schraubenschlüssel brauche ich auch nicht immer. Zur Shootbase gehen wir gleich eh rüber, großer. Weil wir um Tag 182 wieder was zu tun haben. 180 ist es. Wir müssen da drüben noch ein bisschen was machen. Ich gehe aber auch ein bisschen Holz hacken. Obwohl, wir gehen erstmal zum Baumhaus rüber. Shootbase zeige ich euch gerne später. So eine schätzungsweise halben Stunde müssen wir da eh rüber. Also Realtime. So. Hier ist noch keine Zugbrücke, die muss ich noch bauen, Leute. Hier geht es zu dem Baumhaus. Im Moment, da soll eine Baumhaussiedlung entstehen, wo wir nachher spawnen. Die muss natürlich noch abge... So, Leute. Alles schön gesichert, weil ich noch keine Zugbrücken hier habe. Und generell, damit die Zombies nicht hinterherkommen, hier seht ihr das Baumhaus. Das ist jetzt erstmal Rohkonstrukt, einfach nur, damit man, ne... schon mal weiß, was hier wird. Hier werden Betten reingesetzt und von hier kann man dann lostrebeln. Hier muss natürlich auch noch eine Garage hin, Leute, damit man schnell los kann. Oder langsam, je nachdem, wie man dahin will. Ob man auch über die Base vorher will, sich irgendwas grabben muss für die anderen oder wie auch immer. Das muss man natürlich individuell entscheiden. Zugbrücke muss hier noch drauf, ist natürlich ganz wichtig, Leute. Sonst können die Zombies, wenn sie die Türen kaputt machen, natürlich hier durch. Und ne, auf unserer Base ist natürlich scary. Wollen wir nicht. Aber ey, großer, weil du so feierlich dabei bist, mache ich mal für dich hier. Du hast mich natürlich. Für alle natürlich. Laufen wir mal ganz kurz zur Shootbase rüber. Da hinten seht ihr schon die Shootbase 2. Also das Licht auf der Shootbase 2. Da hinten ist das die Shootbase 1 quasi.
schön abgeschnitten, ihr seht es. Jetzt laufen wir mal rüber zur Shootbase 1. Und da sehen wir schon die Shootbase 2. Da baue ich gerade eine Garage, deswegen die möchte ich eigentlich heute noch fertig kriegen bis 182. Und die muss natürlich noch komplett mit Stacheln überzogen sein, da drüben. Leider ist jetzt nachts. Kann man natürlich nicht so gut sehen. Hier unsere Shootbase 1 ist natürlich unten, ihr seht es, alles mit Stahl. Oh, ich muss gleich reparieren. Bupp. Natürlich alles Legend mit Türen, dass wir hier, ne? Hier in die Shootbase 1, kommst du hier rüber rein, großer, oder kommen wir hier rüber rein? Hier oben steht noch ein Tresorraum. Falls mal irgendwie alles schief geht, kann man sich da oben erstmal verschanzen. Alice und ich mussten das das Öftere. Also da gehen wir dann einfach hier hoch und können dann immer kontinuierlich reparieren. Leute, dann stehen wir hier drinnen und müssen das einfach mal aussitzen, die rote Nacht. Da unten siehst du überall Stacheln. So. Da das ist eine Shootbase, das ist die Shootbase 1. Da drüben seht ihr die Shootbase 2. Die habe ich natürlich ein bisschen anders gebaut, schon ein bisschen mehr Erfahrung. Da unten die Straße, die noch vollendet werden muss. Und natürlich auch noch durch den Berg führen soll zur alten Garage. Also da ist eine Garage, wo, wie gesagt, das eine Motorrad rein soll, was wir eben gerade probiert haben zu getten. Dafür fehlen uns jetzt aber noch einmal Reifen. Aber dann haben wir, ja, einmal fünf, ja, kriegen wir trotzdem hin. Da ist Shootbase 1. Wir sind auf der Shootbase 2. Wir gehen mal runter zur Shootbase, wenn man natürlich shooten will und schön looten will. Hier unten Shootbase, ihr seht's, alles aus Stahl. Hier muss natürlich auch noch was rein. Oh Gott, Leute, Alice, dran denken bitte, guck mal. Leute, ihr seht, das ist alles aus Stahl. Ich hau einmal gegen. Seht ihr, 10.000, also es ist der Hammer. Hier ist natürlich auch noch ein Schutzraum. Falls man nicht nach oben kommt, kann man sich hier schnell drinnen verziehen, wo natürlich auch wieder Sachen sind, womit man sich schnell Munition und Schuss machen kann, falls es mal alles schief geht. Zum Looten hier ganz viele Kisten. Und ihr seht, hier kann man schön shooten. Bap, 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 bap. Und die Zombies kommen hier auch nicht rein. Also das ist die Shootbase 1. In dem Falle Face-to-Face würden wir sie nennen. Shootbase Face-to-Face. So Leute, ich kriege gerade Besuch. Ich würde fast sagen an der Stelle, Alice, kannst du mal ganz kurz die Tür aufmachen? Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Ich muss mal eben kurz was essen. Oder ihr könnt bei Alice eben kurz zugucken. Das Ding ist, bei Alice, sie redet nicht viel, aber dann seht ihr aus ihrer Perspektive. Wie gesagt, ich zeige euch mal kurz die Shootbase 1. Leute, Oscar! Psst. Oh, Leute. Der Hund mag es, ob wir Besuch kriegen. Ich gehe mal eben ganz kurz rüber nochmal mit euch, dass ihr das noch gesehen habt. Das ist Marc, mein Großer. Wir waren, ja, echt gut. Ja, finde ich auch. Shootbase 1 ist halt, Shootbase 2. Shootbase 1 ist schon cool, haben wir diesen Foodladen eingenommen, alles miteinander natürlich vernetzt. Hier ist jetzt die Shootbase 2, da haben wir ein bisschen gelernt aus den Fehlern. So, hier ist natürlich die Garage, für die wir gerade das Motorrad machen. Leute, hier, ne, wenn ihr hier oben drauf seid, ist der mega Hammer. Ich zeige euch das einmal eben ganz kurz. Eine Sekunde, mein Großer. Leute, ich bin gleich wieder da, guckt euch das mal bitte an. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich bin gleich wieder da in einer halben Stunde. Ja, dann würde ich sagen, bis in einer halben Stunde, Leute. Bis gleich.